Ja, willkommen zum Spitzenspiel der Wiener Liga, heute hier in Stadlau zwischen dem FC Stadlau und Donaufeld. Ja, es ist das Spiel der Superlative zwischen den ungeschlagenen Tabellenführer Donaufeld und dem Herausforderer Stadlau, der ebenfalls seit 7 Spielen nicht mehr verloren hat, aber zuletzt durch 3 Unentschieden ein wenig am Boden verloren hat. Ja, wir werden sehen, wie die beiden Trainer ihre Mannschaften heute hier präsentieren werden. Donaufeld für mich der leichte Favorit, aber Stadlau wird alles daran setzen, dieses Spiel heute zu gewinnen und dem Tabellenführer Donaufeld immer näher zu kommen. Ich würde mich freuen nach dem Spiel, dass Sie dabei sind, unsere Videos zu betrachten und Interviews, ebenso die Spielanalysen, und ich freue mich, Sie nach dem Spiel wieder begrüßen zu dürfen. Thank you.
Klaus Holz angeht für den Jubiläumer Martin Polz. Dankeschön, Herr Polz, für den Matchball. Und ich darf den Herrn Polz fragen, wir hatten heute ein ganz besonderes Präsent mitgebracht. Für das Pausenspiel heute geht es nicht nur um den Geschenkskorb, sondern auch um einen Hubschrauber-Rundflug. Dauert 20 Minuten für den ersten Sieger im Pausenspiel. Also Eintrittskarten bitte aufheben und bitte kontrollieren Sie in der Pause Ihre Karten. Spielen Sie nicht um einen Hubschrauber-Rundflug, sondern um einen Geschenkskorb. Dankeschön, Herr Preuß. Jetzt aber geht's los. Erster gegen Zweiter, Wiener Stadtliga, FC Stadtlauer Blau und die Gäste mit den dunklen schwarz-grünen Dressen. Thank you.
Thank you.
immer. Jo, jo. Sonst was man heute immer sieht, hat man vergessen. Schau. Genau. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Freitag mal mit einem telefoniert. Ja, weil er mir so viel leid hat, das ist es wieder. Thank you.
Thank you.
Schütze.
Vielleicht ist es soweit. Pausenspiel. Orange Eintrittskarte 2086. Weiße Eintrittskarte 2076. Thank you.
Ja, das ist gut.
Marsch der FC Stadlau, ausgespielt mit Nummer 20, Patrick Kornschi. Und ich komme ins Spiel mit Nummer 10, Alec Duric. Thank you.
gehabt, aber uns keine Kleber.
Was ist der Abwechslung? Wenn Haberer.
Spielertausch bei den Gästen. Aus dem Spiel die Nummer 3. Der Schwarz und Eckerlein spielt die Nummer 16, Roman Holzgesang.
Thank you.
Also schaut, wo man ausgeht. Ich hab drei meine. Fünfer. Perfekt. Nochmal.
Elfmeter gegen die drei Punkte nach Donnerfeld. Ja, herzlich willkommen zurück bei Liga-TV.at. Ich freue mich jetzt, den Trainer von Donnerfeld Fach, Herrn Jaschke, begrüßen zu dürfen. Herr Jaschke, 2-2 Erfolg im Spitzenspiel. Was sagen Sie zu dieser Partie? Etwas hektisch am Schluss. Wie haben Sie das gesehen? Ja, sicherlich war es zum Schluss ein bisschen hektisch. Ich glaube, dass wir erste Hälfte die dominante Mannschaft waren. Wir haben viel mehr Ballbesitz gehabt. Da hat Stadler eigentlich nur gewartet auf unsere Fehler, die ja prompt dann ein, zwei Mal gekommen sind. Dann waren wir eins nach hinten. Natürlich bin ich sehr zufrieden mit dem Sieg. Die Leistung war speziell zweite Hälfte nicht mehr das Gelbe vom Ei. Wir haben uns da ein bisschen reindrücken lassen, waren dann nicht mehr so aktiv, haben auch die Zweikämpfe nicht mehr so gewonnen. Desto wichtiger ist es natürlich auch, wenn man mal ein schlechtes Spiel oder ein nicht so gutes Spiel abliefert, dass man halt dann drei Punkte mitnimmt. Wir haben heute gesehen, einige Unsicherheiten in der Abwehr, speziell beim Rausspielen vom 16er. Was war da heute los in der Abwehr ein bisschen bei Ihnen? Naja, Unsicherheiten. Wir haben halt dann... Wir wollen ganz einfach das Spiel über die Abwehr öffnen. Wie gesagt, Stadlau hat dann schon gewartet, dass wir Fehler machen. Da haben wir das ein oder andere mal gemacht. Normal klappt das ganz gut und ja, wir werden schauen, dass das wieder besser wird. Die Auslosung der nächsten Wochen, in 14 Tagen das nächste Spitzenspiel gegen Ostbahn 11. Wenn man das gewinnt, kann man dann sagen, dass die Herbstmeisterschaft für Ihre Mannschaft gegessen ist? Ja, jetzt haben wir nächste Woche in Gersthofen ein hartes Spiel. Natürlich haben wir dann Ostbahn den nächsten Showdown, sage ich mal. Und ja, das wird, glaube ich, noch schwerer als heute. Und ja, wenn wir da auch ungeschlagen bleiben, dann, glaube ich, schaut es ganz gut aus. Wie haben Sie die Schiedsrichterentscheidungen bezüglich den zwei Elfmetern und den nicht gegebenen für Stadlau, der ein wirkliches Foul war, gesehen? Ja, erste habe ich nicht gesehen, da war mir die Sicht verdeckt. Da hat der Schiedsrichter, glaube ich, Hands gegeben. Beim zweiten, wie der Wildpart sich da durchgesetzt, aus meiner Sicht kann man einen Stürmerfall geben, weil die Hand relativ weit oben war vor ihm. Gut, Gegner hat, der Schiedsrichter hat so gesehen, wir nehmen das einmal mit. Ja, und ja, es sind auch schon einige Situationen oder Entscheidungen gegen uns getroffen worden, auch heuer schon. Und ich glaube, dass sie das wieder ausgleicht. Ich bedanke mich für die Zeit und wünsche noch viel Erfolg für die nächsten Spiele. Danke. Ich freue mich jetzt, den Trainer des SV Stadlau begrüßen zu dürfen, Herrn Erwin Cey. Herr Cey, 1-2 Niederlage im Spitzenspiel gegen Donnerfeld. Kann man sagen, spielerisch hat man Donnerfeld heute besiegt, aber durch zwei krasse Fehlentscheidungen ging das Spiel verloren. Ja, das ist auf den Punkt gebracht. Das ist so und viel mehr ist dazu gar nicht zu sagen. Von meiner Seite war das ein Betrug. Wir waren die bessere Mannschaft, wir haben 2 Elfmeter bekommen, die ungerechtfertigt waren. Haben selber eine Elfersituation gehabt, die er dann mit einer gelben Karte geahndet hat. Für uns natürlich, also der Schiedsrichter war 90 Minuten im Mittelpunkt. Und für mich der 12. Mann vom Gegner. Ich habe sowas noch nie gesehen. Ich spiele seit meinem 6. Jahr Fußball, jetzt bin ich Trainer, sowas habe ich noch nie gesehen. Ihr habt in den ersten 20 Minuten schon zwar sehr gute Chancen gehabt. Natürlich war die Mannschaft dann durch diese Fehlentscheidungen auch ein bisschen verunsichert. Ihr habt weiter gekämpft. Sie haben offensiv eingewechselt, haben dann noch den Lattenschuss gehabt am Schluss. Es wäre mit Sicherheit mehr möglich gewesen heute. Mit Sicherheit wäre mehr möglich gewesen. Also auf jeden Fall hätte man nicht verloren, wenn das halbwegs normal runtergerannt war. Aber so soll es halt nicht sein. Was mir halt wehtut, ist, dass das morgen keinen mehr interessiert. Und ich werde halt schauen, dass wir da wirklich was tun, dass das in Erinnerung bleibt. Wir werden mich beim Verband bemühen. Wir werden ein Video einbringen und. Ich weiß, dass es nicht viel bringen wird, aber das wäre viel mehr Gemüt machen. Ich habe sowas überhaupt noch nie gesehen, solche Fehlentscheidungen, wo das ganze Stadion lacht, wo der Wildbart in Strafarmeine rennt und schon wegsegelt von 30 Metern. Jeder hat gewusst, er will 11 Meter haben und der gibt einem einen. Also das ist ja unglaublich. Und da kann man nicht erzählen, dass er nicht weiß, dass Donnerfeld bis dato schon, glaube ich, 9 oder 10 Elfer gekriegt haben. Jetzt haben sie, glaube ich, weiß gar nicht, 10 Elfer, 12 Elfmeter in 10 Runden. Das ist ja nicht normal. Was kann der Verein machen für Sie und für Ihre Mannschaft und Sie unterstützen, dass man eben gegen solche Fehlentscheidungen ein bisschen was unternimmt? Beim ÖFB agieren und wir haben den Videobeweis, dass beide Elfmeter wirklich Fehlentscheidungen waren und dass Ihre angebliche Schwalbe Ihres Spielers eigentlich ein Foul war. Was kann der Verein da machen oder wünschen Sie sich, dass der Verein Ihnen da Unterstützung anbietet, dass man da was dagegen tut? Ich weiß einmal grundsätzlich, dass nichts bringen wird, aber ich werde trotzdem den Verein anhalten, dass wir wirklich was dagegen unternehmen, weil ich das einfach nicht akzeptieren will. Weil morgen steht in der Zeitung, Donnerfeld hat 2-1 gewonnen, ist 8 Punkte vorn und wir sind weg vom Fenster. Unsere Meisterschaft ist mehr oder weniger erledigt durch einen Schiedsrichter. Also wenn wir da heute gewinnen, ist die ganze Meisterschaft offen
und jeder hat Spaß. Was soll denn der Bub am Montag sagen? Oder am Dienstag jetzt beim Training? Das ist unglaublich. Also ich habe sowas noch nie erlebt. Ich bin wirklich außer mir. Das ist unglaublich. Man hat jetzt die letzten Spiele unentschieden gespielt. Dreimal heute die unverdiente Niederlage, kann man sagen. Wie werden Sie jetzt die Mannschaft wieder aufrichten? Weil es geht ja doch im Endeffekt, kann man sagen, jetzt noch um Platz 2. Was werden Sie dagegen tun? Ja, Platz 2 ist fast übertrieben. Jetzt haben wir sicher abgerutscht auf 4 oder 5 durch diese Entscheidungen. Das ist ganz schwer, die Mannschaft wieder aufzurichten, weil wir haben sehr gut gespielt. Wir haben die ersten 20 Minuten nicht gut gespielt. Das habe ich bekrittelt. Wir haben das verschlafen. Wir waren nicht aggressiv. Aber mit zunehmender Spieldauer haben wir das im Griff gekriegt und sind immer stärker geworden. Also für mich eigentlich überraschend, wie überlegen wir waren. Aber letztendlich kommt nichts dabei raus. Wir werden sicher, wenn Sie möchten, unser Video für Sie zur Verfügung stellen, dass man da vielleicht was unternehmen kann und sowas, dass es nicht mehr passiert. Vielen Dank, Herr Jay. Dankeschön. Danke. Audio Jungle.